Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Oh, tu mal deinen Fuß aus meinem Bild. Da liegt der Julian. Warst du schon im Pool? Ja. Geil. Ich werde euch jetzt einen Vlog drehen, beziehungsweise über so 2-3 Tage mitnehmen. Vielleicht auch 4, ich weiß es noch nicht. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch 3 Tage von unserem Urlaub. Wer es nicht mitbekommen hat, wir sind gerade mit Julians Schwester, ihrem Mann und dem Kind in Griechenland auf Kreta und haben uns hier ein schönes Haus gemietet und verbringen hier insgesamt 2 Wochen. Jetzt sind noch 3 Tage übrig. Juli, störe ich dich irgendwie, oder? Naja, auf jeden Fall hat der Julian die ersten, ich glaube, 3 Tage und generell die Anreise und vorm Urlaub die Zeit so ein bisschen mitgenommen. Der Vlog ist auch schon online und falls ihr den nicht gesehen habt, kann ich euch den gerne mal in der Infobox verlinken. Und ich nehme euch jetzt die letzten Tage hier des Urlaubs mit. Wir haben gerade ein bisschen was gefrühstückt und ja, ich werde mich jetzt auch mal umziehen, Bikini anziehen und dann in den Pool springen. Eine kurze Unterbrechung an dieser Stelle, bleibt aber unbedingt dran, denn das Video wird wirklich sehr, sehr cool werden. Ja, ich will gar nicht lange drum rumreden. Ab heute gibt es von Vilou eine eigene Haarpflegeserie mit 3 Produkten und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich darauf freue, diese Produkte jetzt mit euch zu teilen. Tadada, da sind sie. Und zwar haben wir ein Shampoo, ein Conditioner und ein Repair Spray für euch entwickelt. Und seitdem ich das fertige Muster zu Hause habe, benutze ich für meine Haare nichts anderes mehr. Leute, ich liebe die Produkte so krass. Das ist alles die Sorte Pink Lemonade. Der Geruch dazu ist so fruchtig, süß, aber irgendwie auch mega erfrischend und der hält so lange in den Haaren, das ist wirklich unglaublich. Also ich habe das auch schon ganz vielen Freunden und ein paar Leuten aus meiner Familie zum Testen gegeben und alle sind vor allem auch von dem Geruch so begeistert. Also ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Das Design ist auch ein bisschen anders, als ihr das bis jetzt von den Vilou-Produkten kennt und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Shampoo an. Das schenkt euren Haaren nämlich einfach Geschmeidigkeit und vor allem Glanz und Fülle. Passend dazu der Vilou Pink Lemonade Conditioner. Der schenkt euren Haaren nämlich Feuchtigkeit und Geschmeidigkeit. Und das Geile daran ist, der hat keine Einwirkzeit. Wie so ein Powerboost. In wenigen Sekunden sind eure Haare einfach fresh und mit Feuchtigkeit versorgt. Und was definitiv in meiner Haarroutine nicht fehlen darf, ist das Repair Spray. Das ist perfekt für sofortige Kennbarkeit. Also ich sprühe mir das immer in das handtuchtrockene Haar, in die Längen rein, lasse das ganz kurz einwirken und dann könnt ihr perfekt die Haare durchkämmen, ohne dass sie noch mehr verknoten oder euch durchs Kämmen abbrechen. Das ist die perfekte Pflege, wenn ihr zum Beispiel Spliss habt oder sprödes, trockenes Haar habt. Da sind auch ganz tolle Inhaltsstoffe drin, also da alle Informationen dazu schreibe ich euch sehr, sehr gerne auch nochmal in die Infobox. Ja, die Produkte sind natürlich wieder zu 100% vegan und ab jetzt wie immer überall erhältlich und alle Informationen dazu schreibe ich euch natürlich auch in die Infobox, also schaut da gerne vorbei. Schaut gerne auch bei Instagram vorbei, da gibt es auch Fotos von den Produkten, Infos zu den Produkten bei mir auf der Seite, aber auch auf der Seite von MyBilou, falls ihr da noch nicht folgt, dürft ihr das auch sehr gerne tun. Und das war's, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Let's go! Falls du reinfällst, die Kamera läuft. Also, ich würde sagen, Bianca ist jetzt der äußere Rand in die Richtung und Flo ist mit seinen Knien äußerer Rand in die andere Richtung. Der wichtigste Teil drauf, also ich. Und jetzt haben wir alle winken. Boah, das wird ein geiles Bild. Ja, wir müssen alle weiter jetzt in die andere Richtung. So. Und alle müssen Händchen halten. Wie wir einfach wieder Becken reiten. 3, 2, 1. So, die Kinder schlafen gerade, beziehungsweise die Emmy ist gerade eben aufgewacht und der Julian gibt ihr gerade eine Flasche. Und wir waren bis jetzt gerade im Pool. Ich habe mir jetzt meine Sportsachen angezogen, weil ich irgendwie mega Bock habe, jetzt ein bisschen Sport zu machen. Wir haben nämlich Yogamatten hier und wir hatten uns eh vorgenommen, eigentlich jeden Tag ein kurzes Workout im Urlaub zu machen, weil ich finde, mit so einem Ausblick macht das direkt viel mehr Spaß. Wir haben bis jetzt 2-mal Sport gemacht und wir sind schon 10 Tage hier. Also hat nicht ganz geklappt, aber ich werde jetzt ein bisschen trainieren, genau.
richtig gut getan. Ist aber auch nochmal doppelt anstrengender, als wenn man nicht in der knallen Sonne trainiert. Ja, so. Ich werde mir jetzt einen Eiskaffee machen. Ich liebe kalten Kaffee. Schmeckt richtig geil. Was geht bei dir? Also keine Bierflasche. Ach so. Milchflasche. Ich dachte eine Wodkaflasche. Nee. Da lacht die Kuh, wie die lacht. Ja, es wird dir gefallen, ne? Möchtest du auch was Kühles trinken? Boah, Leute, guck mal bitte, wie unordentlich es hier ist. Ich mache mir jetzt einen Kaffee. Möchtest du auch was trinken? Ja, auch einen Kaffee, bitte. Wusstet ihr, dass Jula noch nie Kaffee getrunken hat in seinem ganzen Leben? Doch, ich habe immer einen Finger reingesteckt. Das klingt komisch. So, die Bibi planscht gerade mit der Emmy. Und der Leo geht mit dem Flo Blätter sammeln. Und da steht ein Bier. Der Leo lässt echt überall sein Bier stehen. Das ist echt krass anstrengend. Alle Kinder schlafen gerade. Eigentlich wollte ich jetzt anfangen zu packen. Aber diesen Moment, den gönnen wir uns doch nochmal. Die Sonne scheint noch ungefähr so 2 Stunden. Und dann war's das für den Urlaub. Die Jungs haben gestern Abend Cocktails geholt. Die Bianca wollte den nur kurz kühl stellen und hat den aus Versehen vergessen. Es war ein einziger Eisblock eben. Kühl stellen, die hat ihn gefriert. Wurde. Ja, halt, ja. Und jetzt gibt trinkt die Bianca. Ja, wie heißt das nochmal? Daiquiri. Und was? Eine Firma sieht, die vorne Cocktails herstellt. Könnt ihr die bitte an Julian Klaassen senden? Danke. Prost! Prost! Kennt ihr eigentlich Breezer? Das gibt's in Deutschland gar nicht. Mega geil. Das ist sowas von geil. Bianca, findest du es auch sowas von geil? Krass, das ist geil. Man sagt nur Bianca und beide fühlen sich angesprochen. Schreibt mir in die Kommentare, was Delicious. Ich. Leute, was haltet ihr davon, wenn ich Weihnachtspullis bedrucken lasse? Ey, wir liegen hier mit den Rentieren. Das, worüber wir reden, ist, ob wir Weihnachtspullis uns besticken lassen mit unserem Namen drauf. Ja. Du hast ja wohl eigentlich wieder alle Latten am Zaun. Das ist übrigens gerade unser letzter Abend hier. Wir liegen alle hier und genießen wirklich die allerletzten Sonnenstrahlen. Ihr kennt ihr eigentlich, hier drüben ist Spina Longa. Das ist eine Insel. Heißt das so, Spina Longa? Ja. Da waren wohl früher die. Was war da? Da waren die Lebrakranken drauf auf der Insel, ne? Mhm. Wann war das? Welches Jahrhundert? 100 Jahre her oder so. Echt jetzt? 100 ja. Jahre. Wie asozial. Da wurden einfach die Leute, die Lebra hatten, da drauf geschickt. Aber das haben auch Leute geschafft, ne? Ja. Die Leute, die dann gesund waren, haben es geschafft. Die wurden dann wieder zurück. Okay, Geschichtsunterricht mit Julian. Boah. Tschüss. Guten Morgen. Oh, heute ist unser letzter Tag, beziehungsweise eigentlich haben wir nur noch den Morgen. Wir müssen in einer Stunde los zum Flughafen. Wir haben jetzt gerade 7:15. Ich habe mich schon komplett fertig gemacht, die letzten Sachen zusammengeräumt und ja, die anderen schlafen gerade aktuell alle noch, aber die müssten auch jetzt gleich aufwachen. Ja, da machen wir die letzten Sachen fertig und frühstücken was und dann geht's wieder nach Hause. Ich bin ein bisschen traurig. Wir waren jetzt 14 Tage hier und es war echt so schön. Keine Ahnung, ich habe es einfach so krass genossen. Übrigens war das auch Emmys erster Flug, also der Hinflug, jetzt gleich der Rückflug, wird ihr zweiter Flug und ihr hat es so toll gemacht. Ich hoffe, dass die Rückreise mit den 3 Kids auch entspannt wird. ja, ich will hier bleiben. Aua, Emmy! Der Leo macht gerade Mittagsschlaf. Wir haben übrigens den nächsten Tag, also wir sind gestern Nachmittag angekommen und
haben dann einen ganz ruhigen Abend gemacht, sind auch super viel. Die ganzen Koffer ausgepackt, alles in die Schränke eingeräumt. Was gibt's Neues? Oh, wir haben eine sehr geile Neuigkeit. Wir müssen dafür in den Garten. Wir haben nämlich jetzt einen. Wir hatten hier sein Spielzeug. Entschuldigung, das war was? Ich dein Roll. Was? Ach, jetzt habe ich es komplett verschissen. Wir haben Rollrasen. Geil, oder? Komm mal, ja, mit. Komm. Tada! Boah, sieht doch so geil aus. Also, Leute, ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnern könnt. Weil Licht ist nicht gut. Gesundheit. Die Emmy ist in der Sonne und die muss niesen. Oh nein! Komm, jetzt zeig den Rasen. Also Leute, wir hatten vorher gefühlt noch 20 Grashalme und sonst war alles nur noch Unkraut und Moos. Und jetzt guckt euch diesen 1A sattgrünen Rollrasen an. Der muss jetzt noch so, diese Lücken, die müssen jetzt noch zusammenwachsen. Wir dürfen jetzt, glaube ich, 2-3 Wochen nicht drauf. Boah, und ich bin so happy. Das ist einfach so schön. Ey, ganz ehrlich, das ist sowas von geil. Das ist sowas von geil. Hier habe ich eben mit dem Leo, das Wetter ist richtig schön. Die Sonne kommt jetzt gerade auch raus. Die haben wir eben gesessen und ein Buch gelesen und ein Puzzle gemacht. Da hat jemand gute Weil der Laune. Liebe Leo hatte richtig Bock, um 6 Uhr aufzustehen. Ja, das stimmt. Okay, ich kann die Emmy nicht mehr halten, okay, mit einem Arm. Tschüss. Tschüss.